Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberrhein? Dies ist Teil 43. Wir haben Sommer, Juni um genau zu sein. Hurra! Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen schneller die Zeit. So. Gehen wir erstmal auf fünffach. Und wenn mir die Zeit zu knapp wird, kann ich ja wieder langsamer machen. Aber heute steht, glaube ich, als Pflichtaufgabe vor allem die Gerstenernte an. Da könnten wir eigentlich gleich mit dem Mähdrescher hinfahren. Huhu, Mähdrescher, wo bist du? Ah, da. Hat sich da ganz unauffällig in die Halle verdrückt. Hab den schon so lange nicht gebraucht. So. Ja, das Gras wächst auch schon wieder. Hier die Hirse, die ist aber noch arg winzig. Aber gut, die ist ja auch erst im August reif oder so. Ja, aber man sieht schon, dass es mal Hirse werden soll. Und der Raps blüht den zweiten Monat in Folge. Danke, das freut mich sehr. Wenn es schon so ewig lange dauert, bis der Raps reif ist, dann ist es doch schön, wenn er wenigstens mehrere Monate lang herrlich gelb blüht. Was? Ist die Gerste nicht reif? Ist es doch... Habe ich jetzt irgendwas verwechselt? Ich war da so zuversichtlich. Gerste, Juni. Gerste. Wahrscheinlich, weil ich die erst auf den letzten Drücker angesät habe. Mal gucken. Gerste, Gerste, Gerste. Naja, wir hatten die damals im September angesät. Nee, hier, da. Im Oktober. Also das weiß ich noch so. Oh, wir müssen uns beeilen, die Gerste noch ansehen. Und es ist wohl... Jetzt nehme ich das mal so an, dass wenn man die im Oktober ansieht, dann ist die auch erst im Juli erntereif und noch nicht im Juni. Nöl. Das finde ich aber gar nicht toll. Ertragsbonus. Gedüngt. Vielleicht muss ich nochmal düngen. Das könnte ich machen hier über das fast reife Zeug nochmal mit dem Düngestreuer rüberfahren. Ich überprüfe mal, ob ich noch diverse Sachen düngen kann. Tja, mein lieber Mähdrescher, du musst nochmal in den Stall. Ich gucke auch gerade mal hier noch im Gras, aber das sieht auch noch nicht erntereif aus. Und dieses hier auch noch nicht. Dann haben wir jetzt Juni. Und es gibt nichts Vernünftiges zu tun für mich? Den ganzen Juni über? Obwohl ja normalerweise Sommer die Zeit ist für die Bauern, wo sie am meisten zu tun haben. Obwohl mehr so Spätsommer und Herbst. Aber trotzdem. Ja, ich höre schon, wie ihr schreibt. Du könntest doch Aufträge machen. Nein, ich hasse Aufträge. Na, so schlimm ist es nicht. Ich könnte Aufträge machen, ja. Aber ich finde Aufträge relativ langweilig. Und außer wenn ich einen auf Lohnunternehmer mache, dann ist es was anderes. Aber im normalen Gameplay arbeite ich einfach viel lieber an meinem eigenen Hof.
Und da ist Aufträge wirklich nur sowas zum Zeittotschlagen. Ich meine, ich könnte ein bisschen Geld damit verdienen. Mal gucken. Nee, erstmal gucken wir, wie der Düngezustand ist, weil das ist ja was für mein eigenes Feld. So, Wachstum. Gedüngt. Machen wir mal den Walzkram weg. Nee, im Wesentlichen ist das schon doppelt gedüngt. Vielleicht habe ich hier nur an einer Stelle geguckt, wo es nicht doppelt gedüngt war. Und hier das Gras, das könnte ich noch mal düngen. Und das hier könnte ich noch mal düngen. Okay, das sollte ich noch mal machen. Fahren wir mal eine Runde düngen. So, Trecker. Denke mal, der Waltra wäre da fast am besten für. Ach, der steht da noch. Düpp, düpp, düpp. Ja, dann könnten wir eigentlich das Mähwerk wegpacken und den Ladewagen auch. Fahren wir erstmal den Ladewagen weg. Tja, ich hatte mich schon richtig gefreut auf Hurra, die Ernte fängt an. Endlich, nach dem für meine Gefühle sehr langen Winter, in dem man sich hier nur irgendwie mit Gras und Rumtricksen und Gewächshäusern über Wasser gehalten hat. Na, und mit Schatz finden natürlich. Jetzt ist die Gerste noch nicht reif. Aber es leuchtet natürlich ein, dass wenn ich die auf den letzten Drücker ansehe, dass die dann auch länger braucht, als wenn ich sie früh in der Ansehphase gesät hätte. Aber mir war nicht bewusst, dass das eine Rolle spielt. Sondern ich dachte, das wären halt solche zeitlichen Blöcke. Ah, da steht ein Gewicht. Okay. Na, dann werde ich wahrscheinlich morgen, also im Juli, extrem viel zu tun haben. Mit dem ganzen Ernten. Weil dann müssten ja gleich drei Feldfrüchte reif sein. Mal gucken. Juli. Also die Gerste ist dann reif und den Raps, den haben wir auch, den haben wir frühzeitig angesät und den Hafer. Genau, nur die Hirse ist dann noch nicht reif. So. Das Reh hüpft da rum. Jetzt sollten wir mal ein bisschen Dünger nachkaufen. So. Ja, zack, zack. Ui, gleich ordentlich Geld für abgedrückt. Aber dafür habe ich jetzt auch gut Dünger geladen. So, habe ich volle Breite. Jawohl. Also schalten wir es einfach ein und fahren einmal rauf und runter. Und dann fahren wir noch auf dem Haferfeld auf und ab.
So. Zurück, zurück, zurück. So, ich könnte auch noch mal nach dem Gebrauchtmarkt gucken. Ob es da mal was Vernünftiges gibt. Da habt ihr mir auch geschrieben, der Nachteil sei halt, dass die Gebrauchtgeräte schneller kaputt gehen. Das stimmt natürlich, weil die Geräte gehen hier sowieso zu schnell kaputt und die Reparaturen sind viel zu teuer im LS22. Das spricht eigentlich gegen Gebrauchtgeräte. Aber trotzdem finde ich es reizvoll, wenn man sie günstiger kriegt. Aber hier ist wieder nichts dabei, was ich gebrauchen könnte. Was ist das hier eigentlich? Ja. Gülle. Nee, Miststreuer. Das brauche ich nicht so bald. So. Es tut einem ja schon so ein bisschen weh, hier direkt über das fast reife Feld zu fahren. Nur in echt lässt man da, glaube ich, Fahrgassen für. Oder halt mit Pflegebereifung. Naja, im LS kann man die Fruchtzerstörung ausschalten. Das ist auch förderlich. So. Und wenn ich hier dann fertig gedüngt habe, dann können wir ja mal gucken, ob es vielleicht interessante Aufträge gibt. So, jetzt erstmal hier ein kleines Erinnerungsbild und dann geht's weiter. So. Und jetzt noch einmal zurück. Habe ich bestimmt eine Menge Dünger verschwendet. So. Jawohl. Gut, gucken wir mal. Ja, da habe ich jetzt wieder eine Lücke drin, aber
Das kann auch sein, dass das noch die Lücke vom letzten Mal ist, die jetzt dadurch, dass ich jetzt hier drüber gefahren bin, auch einmal gedüngt wurde. Ich denke mal, für meinen Bedarf reicht das so. Und ich könnte das natürlich einen Helfer machen lassen, der würde das viel perfekter machen als ich. Aber so ein, ja, so ein Felddüngen kann man mal schnell machen, auch wenn man es selber unperfekter macht als der Helfer. So, bevor ich das jetzt hier abkoppel, gucken wir mal nach Aufträgen. Dim, dim, dim. Düngen für 8000 Euro. Ja, Feld 22. Das ist doch ein nettes Hutzelmännchen, der Rodolphe Longchamp. Und hier 14.000, Christophe Rousseau. Feld 30. Feld 36, Jasmin Crevier. Crevier würde man wohl sagen, nicht Crevier. 6,9 Hektar und das ist 7,7 Hektar. Feld 30 und 36. Gucken wir mal. Okay, das ist hier zumindest ganz in der Nähe. Oh, okay. Ich denke mal, das wäre eine schöne Aufgabe für einen Helfer. Ja, der könnte das hervorragend machen. Da hätte ich persönlich jetzt keine Lust, diese großen Felder da so lange auf und ab zu fahren. Aber ja, da nochmal Dünger nachtanken. Erstmal, weil das ist, glaube ich, billiger, wenn man das direkt kauft und nicht vom Helfer kaufen lässt. Und dann mit dem Trecker hier hinfahren und sagen, mach mal. Ich denke, das könnte man machen. Beide. Es sind wenigstens Beträge, wo sich die Arbeit auch lohnt. Also nehmen wir mal dies hier und dies hier. Ja, und ob wir dann später den anderen noch zusätzlich machen, das gucken wir mal. 22 wäre da. Ja. Wahrscheinlich bin ich mit denen ganz gut bedient. Okay, also füllen wir hier nochmal auf. Wahrscheinlich muss ich dann zwischen den Aufträgen auch hier auffüllen. Also Düngerkosten sind ja doch recht erheblich. Ja, muss man wohl aufmachen. Bleibt da nichts anderes übrig. So. Es hat jetzt nochmal 1600 gekostet, was ich verbraucht habe für meine beiden kleinen Felder. Aber ich denke mal, es wird sich trotzdem lohnen, diese Düngeaufträge. So. Dann schauen wir mal. Ich denke mal, am besten fangen wir hier an dieser Spitze an. Dann fahre ich vielleicht die ersten paar Bahnen selber, weil man da so viel hin und her wenden muss. Und dann überlasse ich das dem Helfer. Und dann muss ich vielleicht wieder zurückfahren, um nachzufüllen. Und dann kommt der nächste Auftrag. Und während der Helfer arbeitet, könnte ich ja mal nach den Schafen schauen. Eine kleine Karte an. So. Ich könnte ja eigentlich hier schon losfahren und zwar ganz am Rand. Und versuchen senkrecht runterzufahren. Dann verschwende ich zwar ein bisschen Dünger, aber ich kriege dann die Schräge problemlos hin, hoffe ich. So.
Los geht's. Auf. Vorwärts. Ja, mal gucken, ob das aufgeht. Weil das nimmt doch da unten ziemlich stark zu. Nur noch geht's. Ja. Ich lasse hier einfach schon mal den Helfer ran. Und dann gucken wir mal, wie der weiterfährt. Und wenn dann später da noch ein Eck fehlt, dann kann ich das ja noch selber machen. Weil jetzt kommen wir nicht mehr bis an den Feldrand. Das kann man hier ja auch überprüfen. Oh ja, ganz und gar nicht. Das ist hier nochmal mindestens eine ganze Breite. Aber das macht nichts. Das fahre ich dann einfach am Schluss. So. Ja, er macht das aber ganz ordentlich. Dann hüpfe ich hier mal raus. So. Ich glaube, hier war ich auch noch nicht. Da ist noch ein kleines Wäldchen. Ja, mit einem hübschen Baum. Der sieht irgendwie besonders aus, wie er da so steht. Obwohl es ein ganz normaler Baum ist. Leicht hügelig. Das ist jetzt auch irgendwie nichts, wo sich die Forstarbeiter drüber freuen würden. Weil da viel zu viele Laubbäume sind. Und wenn man hier alles abgeholzt hat, dann kann man da auch kaum was bauen. Außer man gibt viel Geld aus für Erdarbeit. Aber es ist hübsch. Nettes, hübsches, hügeliges Wäldchen. Gibt's hier ja nichts zu entdecken? Keine Telefonzellen? Bestimmt gibt es hier was zu entdecken. Da. Magischer Stein. Oh, oh, guck mal, guck mal, guck mal. Ich glaube, das ist die letzte. Ja! Davon kann man nicht genug kriegen. Ich habe alle Spielmodule gefunden. Okay, und jetzt habe ich nochmal 50.000 gekriegt. Aber einen Sonderbonus gab's offenbar nicht. Na, aber immerhin, jetzt habe ich sie alle gefunden, die Schätze. Das ist dann wohl nur auf der Elmkrieg, dass man da immer noch mal einen Sonderbonus kriegt, wenn man so eine Gruppe vollständig hat oder so. Ja, na, ich hüpf mal zu den Schafen hin. Der Helfer kommt offenbar gut zurecht. So, besuchen wir die mal. Und, wie geht's euch, ihr Lieben? Ja, fühlt ihr euch wohl so sommerlich? Ich könnte ja mein winziges Mini-Silo hinstellen. Ich habe ja so ein Silo, was aus so einem ähnlichen Gebäude gemacht ist wie dieses. Und da kann man auch Gras drin lagern. Da könnte ich dann kleine Grasvorräte für die Schafe lagern. Damit ich immer was zu fressen zur Hand habe für die. Obwohl das mit diesen kleinen Ballen noch netter wäre. Die könnte man dann eben einfach hier so hinlegen, ihn da hinwerfen, dann müsste man nicht mal mit dem Anhänger vorbeikommen. Ja, habt ihr denn schon Wolle produziert? Ach, da. Ja, ein bisschen. Mal gucken.
Nur immerhin schon 349 Liter, wiegt 515 Kilo. Es ist bestimmt Presswolle. So wie ich die Wolle kenne, wären 359 Liter vielleicht 10, 20 Kilo oder so. Also die Wolle, die ich kenne, ist immer sehr leicht, ungeheuer voluminös. Aber das ist klar, die ist dann natürlich schon etwas zusammengedrückt. Aber ich glaube kaum, dass die auf größere Schwere wie, also größeres spezifisches Gewicht wie Wasser zusammengedrückt werden kann. Wolle. Die lässt sich gar nicht so pressen. Und ich habe schon viel mit Rohwolle gearbeitet. Nun ja. Die wollen wohl auf jeden Fall verhindern, dass man die Wolle von Hand tragen kann. Gut. Hier wächst schön nach. Unser Mais, mit dem ich noch nicht so recht weiß, was ich damit anfangen soll. Oh, wenn ich mal Produktion habe, könnte ich damit Popcorn machen. Und dann könnte ich in meinem Hofladenstand Popcorn verkaufen. Das wäre doch ein Plan. Jetzt gucken wir hier mal nach unserem Helfer. Wo ist er? Ah, hier unten. Er arbeitet noch, aber er ist jetzt bald fertig. Ich sollte hier vielleicht eingreifen, weil sonst sprüht er hier die volle Breite. Und das kostet dann ordentlich Geld. Dann stelle ich das lieber auf schmal. Sobald der hier fertig ist mit der Bahn. Gut, du darfst jetzt Pause machen. Jetzt übernehme ich wieder. So. Und jetzt stellen wir hier auf ganz schmal. Mit... Wie geht das? Steuerung Y. So. 15 Meter. Mal gucken, ob das reicht. Doch, ich habe Zugang zu dem Land. So. Jetzt schauen wir mal. Ja, das reicht. Okay. Ja, wie es hier hoppelt. So von wegen, wir haben keinen dynamischen Boden. Das hoppelt doch ganz gewaltig. Das ist hier auch ein schönes Grundstück eigentlich. Auch mit einem sehr schönen Seitenstreifen. Könnte man viele Olivenbäume pflanzen oder so. Hat eine angenehme Größe. Muss ich mal gucken, was das kostet, wenn ich mal reicher bin. Und wir haben noch 91% Dünger drin. Ob ich vorhin zu verschwenderisch war? So, jetzt gucken wir mal. Ja, das ist fast zu. Dann muss ich jetzt nur noch da unten... Da fange ich dann am besten unten an der Spitze an. Ach, nee. Ich weiß, warum wir noch so viel Dünger haben. Ich dachte schon, na, der Helfer, der hat wahrscheinlich viel sparsamer gearbeitet. Ja, der hat... nachgekauft. So, mal gucken. Nee, kann man nur kaufen und aus. Ja, also ich habe Düngerkosten gehabt und zwar mal gucken, ob die getrennt ausgewiesen werden. Hm.
Weil ich habe ja auch Dünger so gekauft. Nee, das wird wohl nicht getrennt ausgewiesen. Ob der Helfer den Dünger gekauft hat beim Fahren oder ob ich den an meiner Kaufstation gekauft habe. Auf jeden Fall ist es teurer. Und darum habe ich ja extra aufgefüllt. Na, beim nächsten Feld wird er dann hier aus dem Tank den Dünger verbrauchen. Jetzt müssen wir hier wieder bereitstellen. Düm, 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 düm. Y, jawohl. Und dann gucke ich hier nochmal die Karte an. Nein, da. Muss ich noch ein bisschen weiterfahren? So. Und dann fahre ich jetzt erstmal ein paar Meter und gucke, ob das so gut ist. So. Ja, wahrscheinlich wird es reichen, auch wenn da jetzt ein paar Lücken bleiben. Wenn ich jetzt parallel. Ah, Lohndienstleistung auf Feld 36 abgeschlossen. Wunderbar. Perfekt. Dann können wir jetzt zu dem anderen Feld fahren. Das ist dies. Da fangen wir hier an. Und das kann der Helfer ganz wunderbar machen, denke ich. So. Sonnenblumenfeld. So. Dann stellen wir uns mal hier irgendwie gerade hin. Und gucken, ob die Breite ungefähr stimmt. Ja, ist so ein, guckt links so ein bisschen raus, aber ich denke mal, das ist okay. Jetzt schauen wir dem mal zu, ob er seine Arbeit brav erledigt. Gucken hier mal. Ja, auf jeden Fall ist es mit dem linken Rand gut abgedeckt. So, jetzt noch mal gucken. Ja, dann hat er es nachgezeichnet. Gut. Ja, also so ein Düngerauftrag auf so einem großen Feld mit dieser Arbeitsbreite kann man schon mal mitnehmen. Wenn das dann über 10.000 bringt, gut, dann muss man natürlich den Dünger abziehen. Jetzt verbraucht er ordentlich Dünger. Aber das lohnt sich schon, finde ich. Und wer halt ganz dringend Geld braucht, auch Kleinvieh, kann auch die kleineren Düngeaufträge machen. Ich guck mal, was es sonst eigentlich so gibt. Aber ich glaube, da war nicht viel mehr. Ernteaufträge ist irgendwie noch nicht. Ja, nur diese Düngeaufträge. Dann würde ich sagen, ja, ich schließe den erst ab, wenn der auch fertig ist. Man weiß ja nie, was da für Zwischenfälle kommen. Aber mit diesen beiden Aufträgen haben wir dann wenigstens was Würdiges erledigt diesen Tag. Und sonst gucke ich mal, was unser Fermentersilo so sagt. Das ist hier. Ja, 86.000 Liter.
Da könnten wir schon auch mal ein bisschen verkaufen. Ah, jetzt ist gerade fertig geworden. Ist hier gerade umgeschlagen auf Güterfähren. Aber 36.000 Liter lohnt sich zu verkaufen. Das können wir dann ja heute Nachmittag machen. Und vielleicht auch wieder den LS22-Helfer beauftragen. Denn das ist ja irgendwie ganz lustig zu sehen, ob der das schafft. Mal gucken, wo man heute am besten verkauft. Silage. Und wieder bei der Biogasanlage. Das kennen wir ja schon. Okay. Gut, ich würde sagen, ich lasse den hier zwischen den Folgen diesen Auftrag noch fertig machen. Und ja, oder wir machen es so, ich mache kurz Aufnahmepause und dann schließen wir die Aufträge noch kurz gemeinsam ab, damit es nicht, ja, ungespielt offen bleibt, der Auftrag. Ich traue dem immer nicht so ganz über den Weg, obwohl das eigentlich funktionieren müsste. Ja, und dann machen wir das mit dem Silageverkaufen in der nächsten Folge und dann schauen wir, ob es noch was Vernünftiges zu tun gibt. Und sonst würden wir dann schon mal in den Juli wechseln, wo es ja mehr als genug zu tun gibt. Okay. Nein, nichts. Okay, und schönen Tag, das kommt erst noch. Also, wir sehen uns gleich wieder zum Abschluss dieser Aufträge. So, der gute Helfer hat jetzt noch das halbe andere Feld gedüngt. Naja, nicht ganz, aber er war da noch eifrig tätig. Die können halt nicht bei der Breite einstellen, aber dafür spare ich mir viel Zeit. Jetzt gucken wir mal. Da hat er eine Lücke gelassen. Mal gucken, ob der Auftrag trotzdem fertig ist. Nee. 99%. Jüngchen, Jüngchen. So, dann mache ich mir die kleine Karte mal wieder an. Das wäre jetzt doch nicht so schwer gewesen. So ein übersichtlich geformtes Feld. Also Sie hatten ja gesagt, der Helfer, jetzt meine ich, meine Giants hat gesagt, der Helfer sei besser geworden, was hier auch solche Sachen angeht. Und ich glaube aber eher, Sie meinten, dass der mit diesen neuen Fahrfunktionen besser geworden ist. Denn ich habe bisher überhaupt nicht den Eindruck, dass ich am Feldrand ernten und ja, irgendwo hängen bleiben und so irgendwas verbessert hat. So, gut. Jetzt stehen wir hier in der Mitte. Und dann fahren wir hier noch das letzte Prozent ein. Also, dass er hier nicht in der Lage ist. Sehr gut. So ein einfach geformtes Feld mit einem Düngestreuer ordentlich abzufahren, obwohl so ein Düngestreuer ja wirklich einfach zu handhaben ist. Ja, das ist keine starke Verbesserung des Helfers, tut mir leid. So, aber wir haben die Aufträge geschafft. Und ich meine, ich war ja auch im LS19 schon meistens halb zufrieden mit dem Helfer. Die, ja, können es halt nicht so gut. Und jetzt schließen wir mal den Auftrag ab. Sie nehmen einem aber trotzdem Arbeit ab und darum nehme ich sie gerne in Anspruch. So, abschließen und abschließen. Sehr gut, das Geld ist reingekommen. Dann können wir nach Hause fahren. Und hier, das dürfte auch Gerste sein. Die ist schon erntereif. Dann haben die wohl früher gesät.
Ja, und jetzt habe ich hier für dieses Feld etwa 2000 Liter verbraucht. Das sind 4000 Euro. Bin ich hier richtig? Nee, wenden. 4000 Euro. Das heißt, ohne die Helferkosten habe ich dann noch 10.000 Euro von dem Auftrag gekriegt. Und Helfer müsste ich mal überprüfen. Das müsste ich da ja auch irgendwo stehen. Ja, die Zahlen kann man sogar nehmen, weil ich glaube, ich habe heute nur Helfer eingesetzt für diese beiden Düngeaufträge. Dann gucken wir das gleich mal. So. Sehr gut. Also schauen wir mal kurz, was wir für die Helfer heute bezahlt haben. Lohnzahlungen 250. Das ist ja wirklich nicht viel. Dann sagen wir mal 150 für das größere Feld und 100 für das kleinere Feld. Fällt hier irgendwie gar nicht ins Gewicht, summenmäßig. Also wir haben für das große Feld dann etwa 10.000 eingenommen. Bei dem kleinen Feld waren es dann vielleicht 9.000. Dafür war der Aufwand überschaubar. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Okay, jo, das war's dann aber mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.